Das ist wie besetzt. Von ihrer blöden alten Rose. Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen. Nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Michael? Bist du da? Rose, pass auf! Ja. Hat mich gerettet. Aber er hat's nicht geschafft. Er klang genau wie Dad. Ist Michael mein Vater? Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Dank ihm
kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden. Ich muss weiter. Wenn auch ohne Hilfe. Was macht das denn hier draußen? Zur Hölle bin ich. Was ist das für ein Ort? Was ist das? Irgendwas ist da drüben. Ich kann es spüren. Genau wie im Schloss. Ich bin noch stärker als vorher. Dafür keine Zeit!
muss diesen Kristall finden. Hier diese Kopien von mir gemacht? Sag bloß nicht. Ich wurde die ganze Zeit über beobachtet. Von wem ist das?
wieder dieses Gefühl. Es ist so stark. Das muss der Kristall sein. Nicht mehr weit. Diesmal ist es der Echte. Ich fühle es. Funktioniert. Oh mein Gott. Fühlt sich so normal an. Rose, wie lange habe ich auf dich gewartet? Wer sind Sie? Mein Name ist Miranda. Was? Du warst so mächtig geworden. Zu mächtig, als dass ich dich hätte bezwingen können. Also musste ich dich in diese Welt locken. In der Hoffnung, dass du deine Kräfte freiwillig abgibst. Nein, aber Kay sagte doch... Hat er? Oder habe ich? Dieser Kay war ein Trugbild. Sehr überzeugend, findest du nicht? Nein, das... Und nun werde zur Hölle für meine Eva! Lauf! Ethan, du Wurm! Hier nimmt also sogar er Gestalt an. Er kann dich nicht retten! Niemand kann. Rose! Rose, schnell! Du kannst nicht fliehen! Nicht vor mir! Du? Ja, aber jetzt musst du erstmal weg. Lauf! Verkomplizieren. Hauptsache, du warst sicher. Tut mir leid, dass ich weg war. Ich musste einen Ausgang finden. Und das habe ich. Gleich davor. Rose!
Du gehörst jetzt mir. Hände weg von meiner Tochter. Halt dich von meiner Familie fern. Rose, na los. Verschwinde. Lebe ein normales Leben. Finde Freunde. Niemand wird dich je wieder ein Freak nennen. Aber... Rose, geh schon! Ich lass dich nicht allein! Ich weiß. Ich weiß. Hab dich lieb. Bring dich in Sicherheit. Bitte, bitte, geh! Ethan, du aufsässige Ratte! Ich mach das. Verschwinde! Ja! Keine Sorge, Dad. Ich mach das! Glaubst du wirklich, deine Kräfte könnten hier in meiner Welt gegen mich bestehen? Dumme kleine Dürre! So gern wie du wolltest, dass ich sie loswerde? Ganz sicher sogar! Du wirst bittere Tränen vergießen. Das alles ist bald vorbei. Sagen wir, du überlebst. Was würde das nützen? Du kannst deinen Vater nicht retten. Ihr lebt in verschiedenen Welten. Dein Ende. Du dich auf. Mach dich bereit. Du wirst bittere Tränen. Was ab ist dein...
dagegen. Deine Zeit ist gekommen. Du zwingst mich nicht in die Knie.
Nimm das. Mach sie kalt. Verlass dich drauf. Kehre zu mir zurück und gib mir deine Macht! Welch eine Macht! Du wärst wirklich die perfekte Hölle für meine Eva gewesen! Ich bin keine scheiß Hölle! Ich bin nicht irgendeine Kopie. Ich bin ich. Rose. Und du bist erledigt. Oh, meine Eva! Hey, Süße. Oh Gott! Du bist so groß geworden. Auch wenn ich nicht bei dir war, ich habe immer über dich gewacht. Aber ich konnte dich nicht beschützen. Du hast mich doch beschützt. Die ganze Zeit. Nein. Diesmal nicht. Das war deine Chance. Tut mir leid. Nein. Das war meine Entscheidung. Und ich bereue sie kein bisschen. Wäre ich gegangen, hätte ich niemals so mit dir reden können. Dir in die Augen sehen. Also keine Sorge. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Hab dich lieb, Rose. Ich dich auch, Dad. Zurück? Ich bin zurück. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerball an. Thank you.
Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß.